User left your channel. Geh doch mal ins Krankenhaus. Ich aggressiv Verletzte. Und was haben sie gemacht? Ich wurde aggressiv. Ich bin aggressiv verletzt. Ich wurde angefahren und der hat gesagt, das tut mir gut. Ja, ich glaube, ich habe auch schon. User left your channel. User left your channel. Los, mal Haltung besser. Hey, nee, du siehst immer noch nicht gut aus. Oh, danke. Danke fürs Kompliment. Ich war freundlich! Oh, ich stehe jetzt ein Wasserwerfer mit Räumschild am Park. Was? Was? Ich glaub, ich stoppe schon. User left your channel. Definitiv. Ich Flamme, wir machen Party. Besser geht's gar nicht. Okay, irgendeiner muss ja hier noch den Spaß aufrechthalten. Es muss noch normale geben hier. Normal, ja, ich bezeichne es als normal. Apropos, Corbin, sein Auto ist, glaube ich, noch hier, oder? Der vermisst nämlich sein Auto. Ich rufe mal an. User in your channel timed out. Ja. Hi, du. Hey, du. Hast du nicht vergessen, dass dein Auto in der Reparatur bei uns ist? User joined your channel. Das ist bei uns dein Auto. Oh, Scheibe. Ich hoffe, du hast keine Anzeige gegeben für vermisstes Auto. User joined your channel. Oh, nee, das wäre jetzt eigentlich mein nächster Weg. Ach, du Scheiße. Oh, nein. Dann komm mal vorbei. Ja, okay. Ich glaube, ich muss mich erstmal bei ein paar Leuten entschuldigen. Wen hast du beschuldigt? Also den Hendrik, den Lipstick, die Happy, naja, alle. Naja. Was ist das denn überhaupt für ein Kerl? Er hatte grüne Haare auf dem Kopf. Guckt aus wie ein Stück Wiese mit Moos obendrauf. Okay, da kommt. Alles klar. Du siehst der hässlich aus, wie ein grüner Vogel. User in your channel timed out. Ja, natürlich, ich bin die Francesca. Musst du so rumschreien? Du schreist ja ganz schön. Hallo, Chefin. Ja, ich muss ihn anschreien, der hört er mich sonst nicht. Ich hab dich bis da hinten gehört. Die muss bis zum Würfelpark schreien, dass auf keinen Fall jemand was sie kennt. Vor allem, dass sie nicht hier ist. Niemand kennt diese Rossi. Diese Rossi hat's nie gegeben. Rossi ist ausgereist. Aber ich sage. Also Rick hat es zu uns geschafft, nehme ich an. Jo. Wie kommst du darauf? Ich weiß es auch nicht. Wir trinken auch Spaß, die Klamotten. Genau. Ich versuche dich ein bisschen anzupassen an die coolen Leute hier. Da eben. Habe ich sonst irgendwas verpasst? Ja, Mosi, hast wohl das Falsche an, ne? Hallo, Mosi. Alter, ich bin gerade aufgewacht. Was? Das kommt schon auf. Wann hast du orangene Haare? Seit wann hast du Kopfhörer auf? Seit sie mir ein ganz lustiger Kerl aufgesetzt hat. Ach, dir auch? Mir damit auch. Ich auch ja beschissen aussehe. Ne, mir hat einer Nietenhelm aufgesetzt heute Nacht. Das ist auch nicht schlecht. Mir nicht, ich hätte auch so Kopfhörer. Kurz überlegt, ob ich letzten Tage so bei auf dem Rollfeld anfange. So Flugzeuge einweisen. Du hast Kranabstürze verpasst. Ja, du hast Kranabstürze verpasst. Was für Abstürze? Du hast die Aussicht von diesem Kran, Alter. Massenschlägereien verpasst? Habe ich gehört zumindest. Es ist eine Rollergänge in der Stadt, die es ist eine Rollergänge, jetzt ein Wasserwerfer mit Rambock vor einem Würfelpark ist. Was? Ah, ja. Da ist mal einmal also, in Deutschland wegen dem Termin und schon steht die Meint am besten den Würfelpark, das sind vor dem Schlüssel geflogen. Wieso bist du in Deutschland gewesen und wachst in der Garage auf? Ja, ich bin auch irgendwann wieder zurückgeflogen. Ich glaube, der hat gestern Nacht noch ein bisschen... Moshi, das coole Auto gehört auch dir, oder? Ja. Wenn es länger irgendwo steht, magst du es vielleicht ins Parkhaus fahren. Mit dem Parkhaus? Hinter der Werkstatt? Ja, da, ja, auf so einem Deck.
Oh ja, selber fliegen? Nee, also da wäre ich heute nicht hier. Glaube ich dir, du wärst nicht mal von der Landebahn gekommen. Das ist nicht, aber wohl. Hier einfach eiskalt nach, nicht nachfragen, mit Kranabstürzen und so ein Scheiß. Ja, ist auch besser, wenn man nicht nachfragt. Ich hab nachgefragt, aber dann kam weiterhin nur Kranabstürze und dann höre ich einfach das Fragen auf. Also du musst mal auf den gelben Kran hoch. Also du kletterst nein, ein bisschen. Nein, nein, geh da nicht hoch. Du kletterst ein bisschen hoch. Was treibt richtig mich auf einen Kran? Und Mutter wird kriminell. Muss ich, zwei von drei rechte, haben es der rechte. Ja, aber was treibt mich denn da hoch? Bin ich besoffen, bekloppt, es bekifft? Geht keiner mehr da hoch. Nee, ich gehe auch nicht mehr da hoch. Und ich rette auch niemanden mehr da oben. Wenn ihr da oben liegt, dann bleibt ihr da oben liegen. Ja, ist okay. Also wenn ich jetzt nicht zum Möbelpark darf, wo ist denn hier am besten der nächste Laden für Klamotten? Hat dieser Binko noch offen? Unterhalb vom Cannaboys? Ja, der hat noch offen. Ist doch da auch in der Nähe. Ja, dann fährst du halt Rockford Plaza. Oder unterhalb von uns. Bist du gerade im Auto, ne? Kleidung, ja. Strawberry. Kann ich das schon mitnehmen oder braucht Mosi, das noch die Rollergang heißt übrigens Scooter Squad. Lass mal kurz mal gucken. Aha, weiß man, wer das ist? Ja, die sind gestern alle hier eingereist, angeblich. Die sind aus einer anderen Was sind das die für wurden aus einer anderen Stadt rausgeschmissen. Nennen wir es mal so. User left your aber gut channel. Für uns, der Zweck will sie bei sich nicht haben. Die wollen alle ihre Roller noch umlackieren. User joined your channel. Aha. Das ist quasi Win-Win. Ich komme rein. Sollte vielleicht nur nicht die Müllabfuhr umlackieren, aber ansonsten. Beide Schlüssel hast du noch, oder? Ja, jo, ja, müssen passt. Wir haben. Jo, danke schön, tschüss. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ist aber auch gar nicht so viel, muss man ein bisschen durchklicken. Kann ich dir sagen. Weil ich glaube nicht, dass ich hier wieder in Tarnhose und so rumlaufen brauche. Nee, ja, renn mal lieber so rum wie wir alle anderen auch. Das dachte ich mir fast. Ich bin hier nur getarnt. Bist du schreibbereit? Ja, schon. Na gut. Dann werde ich jetzt mal lostigern. Ja, Spaß. Aber schau, dass du nicht am Würfelpack bist. Pass auf, sondern an anderen Klamotten dann. Ich versuch's. Fahr zu diesem Strawberry oder der ist unterhalb von uns. Ja, zu dem wollte ich hin. Die Sirenen gehen mir nicht auf den Sack. Welche Sirenen? Welche Sirenen? Hey, die stack mal ein bisschen lauter mit uns. Welche Sirenen? Hörst du nicht die ganze Zeit diese scheiß Sirenen heulen? Nö. 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 Okay. Okay. Wer ist hier angefahren worden? Warte mal. Ich nicht. Ich hab. Okay, jetzt höre ich auch welche. Ja, ich höre. Jetzt höre ich auch. Ja, nicht nur du. Ich drehe ein Auto. Ja, aber diesmal hörst du sie nicht alleine. Das ist anständig. Ich bin ja gut. User left Nun, geh doch mal ins Krankenhaus. Ich bin aggressiv verletzt. Und was haben sie gemacht? Ich bin aggressiv verletzt. Ich wurde angefahren und der hat gesagt, das tut User mir gut. Joined your channel. Ja, ich glaube, ich habe auch User hab from your channel. User left your channel. Bis später. Ciao. User left your channel. Jo. Hi. Hey, was ist mit dir passiert? Und ich auch, sag ich. Jederzeit wieder einfahren. Ich wurde kurz von dem Kunden angefahren. Oh je. Der war auch noch so dreist und hat gesagt, wahrscheinlich hat es dir gut getan, dass du angefahren worden bist. Wer war das? Ach, keine Ahnung. Alter, aber gut, dass ihr und wir können heute das schon mal, wir haben heute unser Statement schon verteilt. Ich fand's gut, wie der King damit war. Ja, ich wurde schon, heute schon am Würfelpark angesprochen. Ob ich nicht auch eine Kutte zum Kundentag anziehen will, weil ich sonst, ich bin das so unterdrückt, ich darf nicht anziehen, was ich will, sonst ist das ja die ganze Zeit sauber. Ah, und da hieß es, versuchen wir zu chasen, dann bin ich hingegangen. Hier bin ich, was wollt ihr? Und das muss nicht unbedingt mit Fäusten oder so sein. Ich war der Letzte, der. Wir standen noch, die nicht mehr. User joined your channel. Nee, aber ich glaube, das war keiner von denen. Der ist halt im Auto reingefahren, hab mich nicht gesehen. Ist mir halt voll ans Knie gefahren. Wie geht's denn, Rossi? Ja, die ist jetzt hier undercover. Ja, ich geh mal. Ja, richtig. Mach das. Und das haben sie bekommen. Als sie dann noch die Cop-Autos klauen wollten, naja, den einen langen Finger, Joe, da. Die. Naja, ich sag jetzt nicht wegen deinem Namen, aber ich sag dann immer mal so langen Finger, Joe, weißt du? Ach Mist, jetzt ist mir das Ding runtergefallen. Warten Sie mal, ich heb das nochmal auf. Könnten Sie mir vielleicht nochmal. Hi.
So, Ihre Telefonnummer? User left your channel. 568-120. Bei Wasserwerfereinsatz verletzt, ja? Alles klar. Gott, ich melde mich bei Ihnen, ich kläre das ab. Aber erwarten Sie nicht zu viel. Die 574 an Leitstelle kommt. Mit mir kann man auch einen Dialog führen, wenn nicht 1000 Leute dazwischen quatschen. Wir sind jetzt mit dem Patienten eingetroffen, der. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also genäht werden muss. Gut. Ailey? Ja, hi. Was ist mit dir passiert? Ich wurde vom Kunden abgefahren. Jetzt spricht sie. War das schon wieder so ein klassisches Oh nee? Ja. Oh nee. Tja, der war noch so dreist und hat gesagt, ja, vielleicht tut man das ganz gut angefahren zu werden. Wer war denn das? Müsste ich jetzt in den Akten schauen, keine Ahnung. Irgendwer von den Neuen? Ich kannte ihn zwar nicht, aber ich glaube nicht, dass es von den Rollerboys da jemand war. War mit dem Auto da. So, dann fahren wir auch weiter. Ja, gute Fahrt. Henny, gute Besserung. Oh, wollen wir auch weiter? Hallo. Ich bin in meiner Werkstatt von einem Kunden angefahren worden. Der ist mir mit dem Auto gegen das Knie gerollt und es tut mein Knie weh. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich in unserer Altenstadt. Hatten wir das nicht auch schon mal bei euch in der Werkstatt? Ja, aber da lag ich ganz unter dem Auto. Das kommt mir so irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich brauche doch mal eine Stempelkarte. Zum Röntgen langsam und Röntgen das Knie einmal, dann gucken wir. Ich glaube, ich brauche doch mal eine Stempelkarte bei euch. So, dann mal wieder einmal vorsichtig rauf, bitte. Jo. User joined your channel. So, dann wieder einmal den Bleischutz. Jo. Und ich bin gleich wieder da. So, dann nehme ich mal die Bleiweste wieder runter. So. Und dann können wir einmal in den Behandlungsraum gehen. Mhm. Jetzt wissen wir eine liebere Behandlung als der Rest, Freunde. Ich habe schon gehört, heute ist ein bisschen turbulent in der Stadt. Ja, gestern war das bei den Kollegen wohl auch schon so. Ich habe momentan das Problem, wenn das so weitergeht, dass wir die Kollegen abhauen. Oh je. Ja. Und dann hat der Staat ein Problem. Das glaube ich gerne. So, also, ich sag mal, gebrochen ist nix. Nee. Es wird einfach stark geprellt sein. Heißt, es tut ein bisschen weh ein paar Tage. User left your channel. Das ich mir schon. Aber es lange nichts gebrochen ist. Ja, wir machen da mal einen ordentlichen Streckverband drum, dass es ein bisschen steif ist. Mm. Damit wir es nicht so überbelasten. Ja, und dann halt gut kühlen auf jeden Fall. Ja. Ja, und bringt noch ein bisschen Schmerzmittel von mir und dann sollte das soweit gut sein. Alles klar. So, gehen wir einen Schritt hier rüber. Oh, war gestürzt, ne? Nur einfach für meine Akten, weil ich muss die nachher alle nachtragen, ich komme nicht hinterher. Bitte was? Nee, auch angefahren war das so. Ja, ich komme mit meinen Akten hinterher schreiben, ich muss mir gerade alles handschriftlich aufschreiben, damit ich schneller bin. Ja. Kommt mir bekannt vor, ich war gestern Abend alleine und das war hektisch. Ja, wie gesagt, wir sind schon ein paar mehr heute, aber trotzdem ist es halt, nee. Das da vorhin da unten war zu viel für die. Ich weiß auch nicht, was das war, was die da für Leute hier in die Stadt gelassen haben. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war ein riesiger Ofenschuss. Mm. Alles klar, dann bringe ich dich wieder nach vorne. Jo, danke schön. Hat jemand den Patienten schon weggespritzt nach der OP? Nein. Das ist okay, dann sind wir eine halbe Stunde circa. Wenn es nicht besser wird, einfach nochmal vorbeikommen. Der bleibt eine Nacht hier in der Aufwachzelle. Ja, Abend noch. Aus der kommt er auch erstmal. Eddie, mein Zuckertoast, sollen wir dich mitnehmen? Nee, alles gut, ich bin mit dem Roller da. Sonst müsste ich den hier abstoppen lassen. Rückendienst euch. Danke, Eddie.